Und damit willkommen zurück zu Let's Play Superhot. Nachdem in der letzten Folge das Spiel ja gezwungen wurde zu beenden, habe ich es jetzt wieder neu gestartet. Und ich werde einfach mal mit euch zusammen schauen, wie es weitergeht. Wir sollen ja irgendeine Nachricht eingeben oder sie wird uns wieder eingegeben. Wollen wir schauen. Was passiert mir? Ich kann nicht stoppen. Jetzt muss er aufhören. Super hot, super hot. Du spielst noch immer dieses Spiel? Ich habe keine Kontrolle mehr über mich selber. Super hot. Hört sich an, als ob du zu viel spielst. Du. Du kannst mich nicht mal hören. Ich schreibe das im Prinzip mir selber. Ich kann nicht aufhören, über Spiel nachzudenken. Ich stecke da alleine drin. Süß. Teile nicht das Passwort. Er wird es bald blocken. Ich will einfach wieder zurück ins Spiel. Ah, passiert jetzt was? Sieht auch gerade so aus. Wie du wünschst. Ich darf wieder. Sehr cool. Mal hoffen, dass es noch ein paar geile Level gibt, ne? Also, weiter geht's bei Superhot. Hoffentlich. Ich kann mich wieder bewegen. Die Frage ist nur, wohin? Ich laufe einfach mal hier so durch. Ja, sieht ein bisschen abgefahren aus momentan. Springen kann ich, die Bewegung ist so, sag ich mal, normal wie sonst auch. Nur die Optik ist noch wesentlich rudimentärer als sonst. Okay, dann sieht wieder nach dem Gefängnis aus. Okay, das System will uns freilassen. Bitte. Das System wird uns formen. Formen uns hier mal lieber eine vernünftige Tür nach draußen. Super. Hot. Super. Hot. Super. Hot. Super. Das drücke ich hier gerade die ganze Zeit. Verlasse diesen Körper. Okay, mit E können wir uns in Gegner wo rein versetzen. Mal gucken. Dann mal her mit der Oh, ich höre schon die Schüsse. Ach, der Kollege hier. Also, nochmal von vorne. Also, mit E können wir den Körper switchen. Zack. Dann kriegt er erstmal eine Flasche ab. Wir dürfen uns nicht wieder switchen. Das ist natürlich schlecht. Hot Switch is ready. Können wir da wieder reingehen? Das ist natürlich auch nochmal eine ganze Ecke krasser jetzt. Okay, Waffe, also werfen. Und eiskalt daneben geworfen.
So, Nummer 1 ist unten. Jetzt muss ich auf den Kollegen hier aufpassen. Der Hotswitch ist wieder am Start, also rüber. Und das war's. Geil. So, under construction. Er schießt natürlich schon direkt auf uns. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen bewegen sollen. Ach ja. Klare Sache. Wir switchen uns einfach hier hoch. Da wird der Kollege da unten erschossen. Dann nehme ich mir die Waffe. Nimm den raus. Und daneben geschossen. Eieiei. Er schießt auf mich. Ich brauche irgendwas zum Werfen. Au. So, nochmal. Er schießt auf mich, also switch mich rüber. So, dann wird der Kollege da drüben erschossen. Passt. Also her mit der Pumpe. Und tschüss. Oh, der Hotswitch ist nicht ready. So, geschossen wird. Rüber switchen. Knarre nehmen. Dann nehmen wir den Kollegen aus Rennen, wollte ich schon sagen. So, schieß auf mich. Bin ich rüber switchen. Perfekt. Jetzt muss ich mich nur gegen den Kollegen hier vorne wehren. Der kriegt eine gute Tastatur ab. Und da kommt niemand. Und jetzt kann ich doch in den nächsten Gegner hier reingehen. Sehr schön, also sind wir schon ein bisschen nach oben gekommen. Die sind alle weg. So, wo kommt der nächste? Oder sollen wir einfach durch die Tür durchgehen? Komm, schieß. Dann gehen wir in ihn rein. Zack. Holen uns mal wieder was zum Werfen. Her mit der Knarre. Und tschüss. Oh, da auch nicht. Und das war super hot. Auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall immer geiler. Weiter geht's. Tough day. Ja, kann man wohl sagen. So, weg mit dir. Und wo wird jetzt schon wieder geschossen? Nein!
Mann. Okay, ich benutze den Koffer. Den kriegt hier hinten Mr. Schrotflinte ab. Switchen ihn rein. Hol mir hinten eine Knarre oder erstmal die Vase. Die kriegt er ab. Ich nehme die Schrotflinte. Und tschüss. So, das wäre Nummer 1. Nehmen wir den Koffer. Werf den auf den Kollegen hier hinten. Wechsel in den rein. Um hier hinten mal was zum Werfen. Das kriegt er ab. Dann hole ich mir die Pumpe und tschüss. Alles klar, das hat schon mal funktioniert. Hotswitch wäre wieder bereit. Dann lass mich quasi erschießen. Jetzt brauche ich wieder irgendwas zum... Das kommt nicht durch. Jetzt brauche ich ein bisschen Glück. So, jetzt gehe ich in den Kollegen hier ganz hinten, nehme die Waffe, hau ihn schon mal weg. Er hat keine Knarre dabei, zum Glück. Lose your head, ja? Jetzt bin ich schon ein bisschen weiter als eben. Oh, 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 wo kommen die Gegner? Oh, wo kommen die Gegner? So. Und es hat geklappt! Geil! Super hot. Super hot. Super. Ja, das hat schon mal ein bisschen Schwierigkeit gehabt gerade, würde ich sagen, ne? Aber echt cool gemacht am Ende. Und gut funktioniert. Weiter geht's. Du bist jetzt unser Werkzeug. Wir werden dich benutzen, um den Feind zu vernichten. Brauchst du mehr Details? Auf jeden Fall. Ach, danke schön. Ich wusste doch, es ist wichtig, das nachzufragen. Fang an zu arbeiten. Mann. Letzter Anruf. Hier ist natürlich keiner dran. Oh oh. Oh oh. Da muss ich mir nochmal einen anderen Plan überlegen. Komme ich an eine Knarre ran? Das wäre natürlich wichtig. Wenn weg. Dann kann ich mich eigentlich mal von ihm hier erschießen lassen. Brauche ich nur irgendwie was Neues zum Werfen oder keine Ahnung. Oh 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 oh. Hot Switch is ready. Also geht's in ihn rüber. Zack. Damit er erschossen. Von wo kam er denn? So, Telefon schnappen. Gegen den Gegenwerfen. Waffe abfangen. Irgendwie.
Pistolenheini erschießen und den Kerl rausnehmen. So, passt. Ihn erschießen. Jetzt brauche ich eine neue Knarre. Ausnahmsweise haben wir nicht verfehlt. Pam. So. Ihn rausnehmen. Das sieht aktuell ganz gut aus, oder? Ja! Super hot! Alter Schwede! Das war knifflig. Aber hat am Ende doch noch ganz gut geklappt. Weiter geht's.